eigentlich den italienischen Fans vorbehalten war auf der Südtribüne. Plötzlich aber nicht nur Italiener, sondern auch Wiener Fußballfans in diesem Sektor. Gerüchteweise sollen Austria-Fans einen Krawall angezettelt haben. Und es gibt bei dieser Schlägerei 10 Verletzte. Ein Schock also bereits bei allem vor dem Spiel Rapid gegen Inter Mailand. Dann ein schwerer Fehler von Chinas, Angriff von Matthäus, der läuft der Rapid-Abwehr. Davon der zweite Schock nach nur 5 Minuten. Inter führt gegen Rapid durch dieses Tor von Lothar Matthäus mit 1:0. Szenenwechsel auf den Inter.